Dieses Video wird unterstützt durch unseren Partner Fantasy Welt. Schaut gerne mal in die Videobeschreibung und nutzt den passenden Link für euren nächsten Einkauf. So, herzlich willkommen. Willst du noch ein Paket haben? Ja, mach mal noch mal eins auf. Hier. Wa? Danke, viel Spaß. Ja, hallo und herzlich willkommen aus dem Tabletop Basement und zu einer neuen Mystery Box. Heute gibt es wieder eine Box von Fantasy Welt und die ist so ein bisschen gequetscht. Ich bin sehr gespannt. Ein Spieler, zwei Spieler, das heißt, ich muss wieder ein bisschen gucken, ob das vielleicht doch für zwei Spieler ist. Aber ich rechne mal, ich kann es nicht sagen. Es könnte tatsächlich ein Bausatz sein oder Miniaturen oder irgendwie in der Richtung. Aber ich bin sehr gespannt, weil es auch so gold ist. Kann natürlich auch an der Pappe hier liegen. Ich gucke mal vorsichtig rein. es ist für eine Person. Und es ist für ein Spielsystem, was wir lieben. Nein. Wir können natürlich nichts dazu sagen. Also, hier sind erstmal wieder zwei Pinsel dabei. Von der Firma Castine oder so? Synthetik. Ja, und hier haben wir eine Box. Star Wars Legion Imperiale Todestruppen. Imperiale Todestruppen. Star Wars Legion. Na Mensch. Ja, was machen wir denn damit? Wie wären die denn angemalt? Das ist ja so eine... Ist das eine weiße Rüstung? Wir machen die Box erstmal auf und gucken erstmal rein. Erstmal vielen Dank für die Unterstützung wieder von Fantasy Welt. Schaut gerne mal in den Link unten in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr uns dann nämlich auch ein kleines bisschen unterstützen, wenn ihr über diesen Link einkaufen tut. So, hier haben wir... Jede Menge Kartenmaterial. Okay, das brauchen wir nicht. Und hier haben wir Miniaturen. Ja, die Miniaturen sind natürlich schon geil, ne? Ich habe schon ein paar Star Wars Legion Miniaturen zusammengebaut und ich finde die wirklich, wirklich gut, ne? Die sind wirklich klasse. So, jetzt ist die Frage nur, was machen wir damit? Malen wir einen an. So schwierig kann das ja nicht sein. Aber allerdings bräuchte ich mal so eine kleine Referenz, weil... Hier sieht man nicht so richtig, was das für eine Farbe ist. Das ist die Anleitung, wie es zusammengebaut wird. Vielleicht erkennen wir auf den Karten ein bisschen was, weil die sehen auch so metallisch aus. Es könnte so ein schwarzes Metall sein, ne? Ja, das wäre ja dann auch einfach, ne? Wenn wir hier alles komplett Metall haben... Ja, ist jetzt auch blöd, wenn man jetzt sagt, okay, wir grundieren die schwarz, bürsten die mit Metall und ziehen einen Wash rüber. Das ist ja irgendwie auch blöd, ne? Aber dieses Non-Metallic Metal auf dieser Größe in 20 Minuten, ich kann das, glaube ich, auch gar nicht. Also da müsste ich mich mit befassen, dann um es mal zu probieren. Aber so Non-Metallic Metal auf dieser Größe... habe ich auch noch nie gemacht. Also ich habe das sicherlich vor einiger Zeit mal so an Schwertern und so gemacht. Das ist schon viel Arbeit. Aber jetzt an so großen Miniaturen... Puh. Also da hätte ich jetzt lieber gerne einen normalen Sturmtruppler gehabt. Ich werde mir jetzt noch mal ganz kurz Referenzmaterial anschauen. Imperiale Todestruppen, wie die wirklich angemalt werden. So, ich habe mir jetzt das Ganze nochmal angeguckt. Ja, es ist also eine schwarz-metallische Rüstung. Also wirklich schwarz-metallig. Da wir dieses Boxline natürlich an jemanden von euch verlosen wollen, möchte ich da jetzt auch nicht irgendwie groß dran rumsauen. Das heißt also, was würde ich jetzt tun? Ich würde die Miniatur tatsächlich schwarz bemalen. Dann würde ich also erstmal schwarz grundieren, dann würde ich ein Glanzschwarz auftragen, würde vielleicht ein bisschen Metall damit reinmischen, um das Schwarz so ein bisschen metallisch wirken zu lassen.
Am schönsten wäre es, hätte ich, es gibt da eine ganz gute Premium-Farbe von Vallejo. Das wäre eigentlich die optimale Farbe dafür. Die habe ich leider nicht da. Es gibt da nämlich so ein Schwarz-Metall. Das wäre, glaube ich, perfekt. Habe ich nicht da. Das würde, glaube ich, gut aussehen. Aber ich würde jetzt, glaube ich, ein glänzendes Schwarz nehmen oder ein Schwarz mit Glanzlack mischen, ein bisschen Metall rein. Dann würde ich das, die Miniatur schwarz anmalen. Ja, oder würde ich vielleicht Anthrazit nehmen und mit einem schwarzen Wash drüber, nur dann wäre es wieder zu matt irgendwie. Also bevor ich da jetzt irgendwelche Experimente wage, lasse ich das jetzt mal lieber sein. Und ich würde sagen, ich baue die Minis jetzt lieber mal zusammen und wir gucken uns die Minis einfach mal an. Und dann können wir ja mal so ein bisschen hier in die Karten reinschauen, was die eigentlich alles so können. Also machen wir lieber mal so ein klassisches Unboxing und überlasse die Bemalung lieber denjenigen, der dann auch wirklich diese Box gewinnt und der dann auch da was mit anfangen kann. Nicht, dass ich jetzt hier irgendwie Quatsch mache, eine Miniatur, schick euch das dann und dann müsst ihr die Figur vielleicht wieder entfärben, weil ihr einen ganz anderen Malstil habt. Also von daher würde ich sagen, wir gehen jetzt einfach mal, ich baue die jetzt erstmal zusammen und dann sehen wir uns in der nahen Sicht und dann präsentiere ich euch die einfach mal ein bisschen hübsch und dann gucken wir uns einfach mal die Karten an und gucken, was die so können. Ja, man muss schon sagen, das sind schon ziemlich nice Spielfiguren. Also, wenn ich mir die so angucke und die gerade mal so ein bisschen im Detail angeschaut habe, muss ich sagen, ja, da juckt es mir schon in den Fingern, weil die Minis sehen echt toll aus. Und ich habe schon, wie gesagt, einige Sachen auch schon mal von Legion in der Hand gehabt und auch schon zusammengebaut. Die sind schon toll. Die bemalen sich auch wirklich toll. Ich hatte damals auch die Rebellen. Die haben sich auch richtig schön bemalen lassen. Und von daher muss ich sagen, Miniaturenqualität ist schon geil. Ich weiß nicht, ob ich dem Spiel jemals noch... Also ja, wir haben ja nochmal geplant, das Ganze nochmal zu spielen. Mit jemandem, der sich da auch richtig auskennt. Das werden wir auch noch nachholen. Aber ich glaube, ich bin nicht zu sehr Star Wars Fan, um das Spiel jetzt tatsächlich in mein Spielrepertoire mit aufzunehmen. Ich finde die Miniaturen geil und alles schön. Auch man kann schönes Gelände bauen und so weiter. Das ist alles cool. Aber das, was ich so im Internet lese... ist das Problem, glaube ich, dass die Leute das sehr ausgemaxt spielen. Ne? Also ich kann mich da auch täuschen. Berichtet gerne mal in den Kommentaren, wenn ihr Star Wars Legion Spieler seid, wie ihr das spielt. Aber ich lese immer so die Listen, wenn die Listen gebaut werden. Ja, das harmonisiert gut mit dem und das muss dazu und damit das richtig knallt und dies und das. Ich glaube, ich würde da tatsächlich wieder nach Aussehen entscheiden, wie ich in so vielen Spielen nach Aussehen entscheide. Und dann würde ich wahrscheinlich ständig verlieren, weil die wahrscheinlich überhaupt nicht harmonieren oder keine Ahnung. Da bin ich jetzt nicht so dolle drin in der Materie. Deswegen, ich spiele immer nach Aussehen und nicht nach das, was ordentlich knallt. Auf Turnieren, klar, da muss man halt so spielen, das verstehe ich auch. Star Wars Legion als Turnierspiel, ich glaube, das ist immer so diese Schwelle. Ne? Das macht viele Spiele kaputt. Genauso sehe ich das auch bei Bold Action. Das ist bei Bold Action ja auch viel, ich habe gerne Turniere gespielt, ich habe super viele Turniere gespielt und ich habe die auch immer gerne gespielt, weil es auch immer schöne Tage waren, aber man hat natürlich ein ganz anderes Spiel, als wenn ich jetzt privat mit jemandem ein Bold Action Spiel spiele, ne? Natürlich achtest du auf einem Turnier darauf, dass die Miniaturen möglichst effektiv sind. Da ist es völlig egal, wie die zusammen aussehen oder ob die jemals in dieser Formation zusammen gekämpft haben. Völlig egal. Wenn das vom Regelbuch machbar ist und es war effektiv, na, dann hat man das natürlich auch gespielt. Und das sehe ich bei Star Wars Legion oder bei vielen anderen Systemen sehe ich das ja genauso. Aber ich glaube, das Spiel macht es dann auch wiederum kaputt. Ich glaube, es ist schwierig, da so eine Gratwanderung hinzubekommen, wenn man wirklich aktiver Spieler ist in einer Turnierszene und das Spiel auch privat spielt. Ich glaube, das ist sehr schwierig, weil diejenigen, die das auf Turnieren spielen, spielen privat wahrscheinlich genauso wie auf Turnieren. Und das haben wir bei Bold Action ja auch damals miterlebt und in vielen anderen Systemen natürlich auch. Deswegen bin ich immer so, ich bin nicht mehr der Freund von Turnieren, Tabletop-Turnieren.
Kampagnentage oder Events, hey, cool. Da kann man ja auch mit Star Wars Legion, kann man da eine super geile, man kann so eine geile Story erzählen, weil man hat ja einfach genügend Fluff ja auch da, um da auch eine coole Story von zu bilden. Von daher würde ich es eigentlich eher mal gerne sehen, dass man so ein Kampagnenwochenende macht, wo man ja auch einen Sieger ermitteln kann. Ne? Das geht ja auch. Also da kann man ja auch, es gibt immer ein Gut und es gibt ein Böse. So, und die treffen immer aufeinander. Und dort kann man ja auch einen Gewinner ermitteln, beziehungsweise einen Gewinnerteam zum Beispiel. Ne? Und das kann man in einem Kampagnenwochenende auch super machen, aber dann muss man auch damit klarkommen, was man halt auch bekommt. Und ich finde, das ist halt auch noch die viel größere Herausforderung, mit den Miniaturen dann zu spielen, selbst wenn sie nicht gut harmonieren. Ne? Und das finde ich eigentlich viel interessanter. Ja, aber das muss ja jeder für sich selbst entscheiden. Aber das ist so meine Einstellung inzwischen halt so zu Turnieren. Aber wir haben uns die Miniaturen angeguckt. Jetzt gucken wir nochmal, was mit in der Box drin ist. Wir haben hier noch so ein kleines Markerset. Das sind nur so ein paar einzelne Marker, nicht wirklich viel. Und dann haben wir hier natürlich Karten. So, dazu gucken wir uns mal die Karte an. So, imperiale Todestruppen sind ein furchterregender Anblick. Waffenstarrend und in pechschwarze Rüstung gehüllt. Hätten wir mal die Karte zu Anfang gelesen. Rücken die Elite-Soldaten der Tarkin-Initiative wie unmenschliche Gespenster auf dem Schlachtfeld voran. Alle Rekruten werden vom imperialen Geheimdienst persönlich aus den Reihen des Sturmtruppenkorps handverlesen. Sie werden nicht nur auf gnadenlose Effizienz getrimmt, sondern Gerüchten zufolge auch streng geheimen medizinischen Eingriffen unterzogen. Imperiale Todestruppen. Bereit 1. Nachdem du eine Bereitschaftsaktion durchgeführt hast, erhältst du einen Zielmarker. Diszipliniert 1. Sobald dir ein Befehl erteilt wird, darfst du bis zu einen Niederhaltenmarker entfernen. Präzise 2. Sobald du einen Zielmarker ausgibst, darfst du bis zu 2 zusätzliche Würfel neu würfeln. So, dann sind ja noch ein paar Symbole drauf. Mann gegen Mann, Leichter, SE-14R Blaster und E11D Blastergewehr. Das ist die Bewaffnung. Hier oben ist wahrscheinlich die Punkteanzahl. 76 Punkte könnte sein. Und hier ist noch so ein Lebensenergiebalken. Und wir haben noch Ausrüstungskarten. Wir haben hier E11D Dauerfeuer Konfiguration. Also kann man das Gewehr nochmal verbessern. Granatwerfer Konfiguration. DTF-16. Was ist denn DTF-16? Du erhältst Antreiben und Anführer. DLT-19D Truppler. Der hat dann Wucht 1. Feldposten, du erhältst Wachposten, deine Bereitschaftsreichweite ist 1 bis 3. Ducken und Deckung, solange du gegen einen Fernkampfangriff verteidigst, darfst du während des Schrittes Ausweichen und Deckung anwenden, einen Niederhaltenmarker erhalten. Kommunikationsrelais, Splittergranaten und Geländeausrüstung. Also diese Karten sind noch mit in dieser Box. Und natürlich die Einheitenkarten. Einheitenkarte, paar Marker und 6 hervorragende Miniaturen. Und das sage ich nicht nur so, sondern weil ich sie wirklich schön finde. Wie gesagt, die Star Wars Legion Miniaturen sind alle großartig. Da hatte ich bislang noch nichts, wo ich gesagt habe, boah, was für ein Quatsch. Nein, es ist tatsächlich, es sind richtig schöne Miniaturen und deswegen geht diese Box jetzt auch an denjenigen oder diejenige, die sich wirklich dafür interessiert und die das ja, auch wirklich spielen. Also schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr diese Todestruppen einsetzen würdet. Was würdet ihr drumherum bauen? Und dann werden wir unter allen Einsendungen den YouTube-Comment-Picker wieder laufen lassen. Und dann geht die Box wieder an jemanden von euch. Ja, dann wünsche ich euch ganz viel Glück und dann gerne mal auf den Link in der Videobeschreibung klicken. fantasywelt.de und wenn ihr darauf klickt und einen Einkauf tätigt, würdet ihr uns damit unterstützen, damit wir weiterhin so viele tolle Videos für euch produzieren können. So, ich sage danke zu diesem Video. Wir sehen uns bei einem nächsten Video, was auch immer das sein wird. Ich bin sehr gespannt. Also macht's gut, bis bald und tschüss.